Herzlich willkommen auf meinem verlausten, verdreckten Kanal. Die Reise geht weiter. Ja, Crystal Ball schon, hat der Typ so sagt. Der Grauhaarige. Ein Zufall. Rede gerade noch über den Großmeister. Ja, jetzt kommt er rein. Bestes Symbol, ganz klar. Da muss noch was kommen. Schade eigentlich. Komm, Nachschlag von Onkel Harry. Nee. Tja, da freut man sich auf das Symbol und dann kriegt man Wichsgroschen. Schönen Tag noch. So, Jackpot gerade drin. Wo sieht der Stand aus? Ich denke mal, der Bronze kommt runter, aber der Goldene klebt immer noch auf 27 Eier, also 270 Euro. Ja. 2,50 Euro, ey. Mein Gott, ne. Ja, und der Grill wurde angeschmissen, die Reise geht weiter. Schauen wir mal. 3, 2, Fragezeichen, 5. 1. Die 8 rutscht nach. Ja. Ich kann mal für Schachtel Zigaretten und das auch noch niemals. Schönen Tag noch. So, wieder Fahrspiele drin. Schauen wir diesmal, wie es weitergeht. Komm, gib doch mal den allen Herren. Oh, schon wieder. Ja, ist gut. Zweimal hintereinander jetzt. Erste Runde natürlich nichts gegeben. Wahrscheinlich schon gerade mitverfolgt. Komm, Nachschlag. Jawohl. Ach, guck mal hier. Ja. Bonus. Come on. Gib Gummi. Was ist das da für ein paar Lava da für zwei? Komm. Jetzt könnte was passieren. Stärkstes Symbol. Muss hier ungefähr ein Dreier da schon reingeschmissen, das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich Einsatz 30 Cent. Mann, 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 ey. Es wird aber dünner. Mal schön Vierer da mal reinknallen. Oh! Boah! Ist das eine Rutsche? Leck mich am Arsch, ey. Wow! 30 Cent Einsatz, ein Vierer. Heftig. Das ist also in dem Spiel also schon öfters. Habe ich auch öfter schon gehabt auf 10 Cent. Vierer ist Hammer, ey. 300, das ist schon Schmatzi. Boah, das ist ein Hammer, ey. Man muss auch dabei sein, hat vorher richtig geschmissen, also richtig, nicht geschmissen, sondern gefressen wie die Pest. Aber 30 Cent, ey, Knaller gewinnen. Eier, Leute. Bäh. Ja. Das habe ich noch gar nicht richtig verdaut. Das kann man mal auf 50 gehen. Weil jeder sagt jetzt, okay, warum spielst du jetzt nicht noch höher? Na, wollen wir erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Aber Wahnsinnsgewinn. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber 346 Euro auf den Einsatz, das ist schon ein Knaller. Aber da sieht man auch wieder, dass der Einsatz komplett uninteressant ist. Da müsste sie auch mittlerweile was tun. Das ist der aktuelle Stand. Müsste eigentlich der Bronze runterkommen, 20 Euro. Aber der Golden ist auch schon fällig. Aber der kann auch bis
zum Exitus laufen? Ist ja gar nicht. Schmutzige 1 da drauf gesetzt war. So, ich zeige euch nach oben. Könnt ihr euch das Fieberthermometer mal genau angucken? Ja. Der Bronchial läuft immer so bis 20, 25, dann kommt er in der Regel runter. Ja. Ja, wer hätte das gedacht? Also. Oh. Der Flammengrill ist heiß heute, wa? Ja, dann macht der Zocken auch wieder richtig Spaß, sag ich mal, bei solchen Einsätzen dann solche Summen. Na ja, komm. Oh, das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Oh, er könnte sogar noch was werden. Schauen wir mal nach oben. Vielleicht kommt der Goldene runter mit 270 Eier. Oh komm, Baby, jetzt mach. Ach, knapp verschissen, ey. 37. Silber gleich hinterher. Schade. Hätte natürlich die Sache richtig schön abgerundet. Wäre ein schöner Lucky Punch gewesen. Naja. Schauen wir mal, ob er noch was auf den Pin hier kriegt. Ja. Bin schon zufrieden mit dem Einsatz. Also muss man ganz ehrlich sagen, fair. Also in dem Spiel also auch schon öfters gewesen auf kleineren Einsätzen. 10, 20 Cent, da habe ich schon mal 4 oder auch 5 Köpfe gehabt. Das ist also hier keine Seltenheit. Bei Büchern, da kannst du ja 3 Jahre drauf warten, bis dann mal so ein 4er reinmarschiert. Das ist recht selten. Aber in dem Spiel Crystal Ball ist es schon machbar. Ja. Das ist schon mal, ne? Und? Oh. Naja. Doch noch Nachschlag für den Onkel Ferdinand, wa? Na komm, lass mal gehen. Dreimal der Zauberer, ne? Noch nie gehabt. Zweimal schon, aber dreimal noch nie gehabt. Aber ist natürlich jetzt nur ein Lutschlauf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch was macht. Oh. Was ist das denn, ey? Heftig. Der 3. Boah. Das ist doch heiß, wie, da ist noch Temperatur drauf. Heiß wie eine Bratwurst, das Ding, du. 500 Eier drauf. Meine Frau hat hier 80 drauf gehabt. Klar. Jetzt kann man nicht mehr so viel erwarten, ist klar. Ist einfach ausgelutscht, das Ding, ausgesorgt. Ich bin schon gewundert. 61 Schlappen immerhin. Nicht schlecht. Pause. Alles klar. Die Reise geht gleich weiter, Leute. Und ciao. So, Leute, Pause ist vorbei. Ich werde jetzt mal in einem Spiel bleiben. Rutsche war gut. Fast 5 Eier. Ich meine, ich hatte jetzt 80 schon drauf gehabt. 4 Eier ungefähr gewinnen. Das ist schon. Ja, heftig, ne? 30 Cent Einsatz und so. Das ist schon. Sieht man auf 60 hoch. Mal gucken, ob er ein bisschen nachzieht. Oh, ist immer noch Temperatur drin. Ja, ist natürlich auch nur eine Ausnahme. Man soll sich dadurch natürlich nicht blenden lassen. Jeder weiß,
der Untergang kommt, so oder so. Immer eine Frage der Zeit. Muss ganz ehrlich sein dabei. Und das war natürlich jetzt auch wieder nur eine Ausnahme. Aber mich wundert es immer, dass die Dinger so auf kleinen Ansätzen auch richtig rausschießen. Das ist natürlich auch schön anzusehen. Weil die meisten sagen immer, ey, du musst hochspielen. Na, ich sage, auf kleinen Ansätzen kann man schon mal einen schönen Brecher reinkriegen. Und ja, ich werde auch in nächster Zeit auch wieder viele 10-Cent-Videos für euch machen. Dann könnt ihr euch mal sehen, wie die so laufen bei Buddy Wolf. Ob man da ein bisschen was machen kann. Man muss ja mal ein bisschen experimentieren. Der aktuelle Jackpot-Stand. 3 Mark Kronkasten. Ah. Bin jetzt mittlerweile auch eine Stufe höher gegangen, 60 plus 10. Bin natürlich an den Jackpot dran, der Goldene ist schon ziemlich hoch auf 270 Schlappen, also 270 Euro. Und mal schauen, ob das passiert. Aber ich denke mal, hat er jetzt gerade ein bisschen was mit der Pause zu tun gehabt. Kurz vor der Pause hat er nochmal geöffnet, das war damals auch öfter so der Fall, dass die Kisten das schon früher gemacht haben. Und naja, das war gerade so das Ding und das muss man natürlich aufpassen. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt den Lauf da noch so weitermacht. Zumindest nicht in dem Spiel. Aber ein paar Minuten habe ich ja noch hier für euch. Und Fortsetzung folgt natürlich. Bleibt immer schön dran, Leute. Der Spielbetrieb geht weiter. Ja, abgefurzt. Lange Zeit ja auch Merkur-Geschichten da auch gefilmt oder auch Novoline-Geschichten und Buddy so ein bisschen vernachlässigt und zeige euch jetzt mal viele Spiele von Buddy Wolf, wie es da so aussieht und mit Sicherheit mal eine gelungene Abwechslung auch für euch, mal zu sehen, wie die Buddy-Geräte schmeißen. Risiko dort. Und ah, sofort verbrannt das Ding. Ja, wie gesagt, vor der Pause heiß wie eine Bratwurst. Jetzt beruhigt sich alles so ein bisschen und hat ein 80er drauf gehabt, aus dem 80er dann eben 422 Euro oder 450 Euro links nochmal drüber gedrückt. Kann man sich nicht beschweren. Und jo, wieder Kohlenkasten in der Mitte. Jetzt wird auch ruhiger, wie ich schon vermutet habe. Dreimal hat er auch den Zauberer gegeben. In der Ausspielung habe ich auch noch nie gehabt. Oh. Hab ich noch nie gehabt. Dreimal. Also zweimal schon, aber dreimal noch nicht. Fand ich schon gerade auch ein bisschen merkwürdig. So Leute, macht den Part jetzt auch mal zu Ende. Lasst gerne mal ein Like, lasst mal ein Abo da und schreibt euren Senf drunter. Vielen Dank nochmal fürs Abonnieren, Leute. Und ja, auch fürs Liken. Wie gesagt, der Spielbetrieb geht weiter. Zuschauen kostet nichts. Behaltet euer Geld in der Patte und ihr seht ja selber, es gibt zwar Ausnahmefälle mit in Sachen Gewinn, aber trotzdem zuschauen ist günstiger. Und ja, wir sehen uns dann. Euer Popcorn und bleibt immer schön sauber und rum. Ciao.